sind hier an der Einheitsportale von der Festung. Das war der einzigste Eingang und Ausgang. Oben 1880, das ist die Anfangsphase von der Bau von der Festung. Man hat gebaut bis 1892. Auf beiden Seiten sieht man diese Schießscharten. Und das ist von einem Umbau von 1917 durch die deutsche Armee. In der Mitte hast du den Eingang und man bemerkt auch die Rollbrücke zur Verteidigung von dem Eingang. In Kriegszeit wird diese Brücke von 6 Mann nach rechts weggezogen und die Öffnung da unten ist 4,5 Meter tief. In Kriegszeit kam noch 3,5 Meter Wasser rein. Und weil das ganz dunkel war in die Zeit, war das ganz gefährlich, wenn man von dieser Seite raus in die Festung rein wollte. Wir sind hier in die Wache von der Festung Cologne. Und diese Ecke hier, das ist die Wache im Kriegszeit. Das Lokal hier ist, wo der Unteroffizier oder der Offizier von Wache seinen Sitz hat. Er hat hier im Notfall ein Bett zum Schlafen und hat hier auch noch ein kleines Büro. Die Soldaten, die reinkamen oder rausgehangen sind, mussten sich dann hier an- oder abmelden. Und man kann an der Seite sehen, diese Schießscharten zur Verteidigung von der Eingangsporterne. Weiter geht es rum und hier hat man die Öffnung nach der Rollbrücke. Im Not wird diese Rollbrücke von 6 Soldaten weggezogen, hier unten diesen Boden. Hier hängt noch so einen alten Fliegenkasten. Und dann konnten die Leute früher das Essen da reinmachen und wird dat durch diesen Rahmen geschützt von Fliegen. Diese Schießscharten sind nicht original. Die sind ja erst in 1917 durch die Deutschen umgeändert. Die wollten diese Schießscharten benutzen, um den Eingang von daarin zu verteidigen. We zijn hier in deze zusätzlichen bunker van de Wacht in Kriegszeit. En waarom bemerkt men dat? Die hebben hier Schießscharten unten en oben. De untere Schießscharten werden normaal benutzt, maar in Notfall, wenn die gesperrt zijn, komt de man über diese Empore diese oberen Schießscharten benutzen. Wir sind hier in der Bäckerei von der Festung. Das ist erst seit 1912 sind die Soldaten verpflegt geworden in die Festung selber. Diese Maschine hier kommt von Raren und ist Baujahr 1913. Auf der Wand kannst du sehen, wie die Soldaten das schon mit den Knopf geschmuggelt haben. Das ist ja nur noch die einzige Teile, die davon übergeblieben sind. Wir hatten hier auch da und da Zellen für die Gefängnis. Und hier werden dann die Soldaten, die etwas verbrochen haben, dann zeitlich eingesperrt. Diese alte Leitung, das ist noch original von der Zeit von 1914.
Dat zijn nog oude kabel die men daarvoor benutst had. Het water loopt als immer zo door die ganze vestung. We zien hier in de zuiden dunker zijn verteidiging van deze trokkene graaf. Door die lafettekanon van 57 mm standen en dan komt er man verder die ook benutzen. Ook is genau diezelfde etage wie hier unten. En in noodval konden die lafettekanonen teruggeschoven werden, hier zwissen en dan hier hooggezogen werden en dan weiter weer afgebouwd. We zien hier een landschapsschouw die benutzt werd voor de vrijheid van de soldaten. Het schip hier nog zusätzlich twee schietschachten en die benutzte man zur Verteidigung hier in deze dode Ecke van deze bunker. Hier sind wir an der Öffnung von einem 57 mm Geschütz. Das wird benutzt zur Verteidigung von der Gegend hier. In Kriegszeit wird alles flachgelegt bis auf 600 Meter. Und dann konnte dann Widerstand leisten gegen die Angriffe von der Infanterie. We zien hier uit de zijdenwand van die vestung van dat obere Gedeelte. Wat we hier unten zien, dat is die dachrinne. Dat wasser van oben vliegt hier runter en komt in deze beide luchten erin. Deze beide luchten waren vol met kieselsteinen. En dat wordt benutzt zum Sieb. Dat wasser komt door deze wand in dat middelige Gedeelte en verschwindt dan in die vestung. Naar een riesenbehalter om die 120 mm. We zijn hier oben op het dak van de vestung. Man merkt gleich, dat het van deze zijde runter gaat, weil die, al deze geschützen waren eingesteld, benutzt werden naar deze Ecke hier unten. Wat hebben we hier? Dat waren geschützen van 210. Dan hadden we nogmaals eens. Hier waren dat 2x 150. En daar aan het einde waren een houtbitje van 210. Die geschützen zijn in de tussentijd niet meer omgeënderd en zijn na de Eerste Wereldoorlog ook niet meer benutzt.
We zijn hier aan de infanterieuitgang. Welke benutst werd, en is 020 waar, konden die soldaten hier rauskomen en hier in die schützengraben zich verweren tegen aangriffen van die Duitse infanterie. We zijn hier in de infanterieuitgang. Die werden dan benutst wanneer noodval is noodwendig was, dat de infanteriesoldaten naar huis kwam. Hier is wel een kleine indruk. Normalerwijs was ja nu is een hinterwand. Maar in 1917 hadden die Duitsers die beide zijden werden toegemaakt. En ook een dag erop. Maar dat was kansgevaarlijk dat ze van deze zijde dan naar huis kwamen. Dat was afgesloten met een staal schiebedeur en daar waren een kleine halle. En dan konden die soldaten wachten. Später na de aanbouw had men hier een grotere stelling. We zijn hier in dat verzamelruim van die vesting. Dat was dat scherts van die vesting. Hier werd dan jeden morgen alles aangeordend. En wat hebben we hier? Schutstoren 120. Daneben hebben we die feuerleitung. Daar hebben we die treppen zum infanterieuitgang. Die treppen naar unten. Het machinenruim. Die tweede 120. En dan hier hebben we die 150. Je ziet hier waar de geschutstoren van de 120 mm waar. Er schip twee daarvan. Hier. Aan de linkerzijde en dan heb je nog een aan de rechterzijde. In deze wand heb je die riesenbehalter van dat regenwasser, wat we dan vorig schön van oben gezien hebben, hoe dat wasser erin kan. Hier stond een ventilator, zo'n frisluft naar deze koepel. En dan had men deze frisluft bezogen door dat loch daar oben. Über das Regenwasser. Hier nebenan haben wir das Gewinde. Und hier standen da sechs Mann, mussten zu einem Gewinde drehen. Das ging mit einer Stange hoch und so konnte man diesen Panzerkuppel drehen. In der 120 mm brauchte man dafür 35 Minuten. In de toren hier nebenan van de 150 mm waren daar 43 stonden. Het was niet noodwendig jedes Mal diesen Hansen toren te drehen, weil deze toren hadden die coördinaten naar draußen daar. En dat waren nur blitzke nachtstellen van links naar rechts. We zijn hier in deze haubitze van 210. Man kan ja zien, daar blijft niet veel meer van übrig. Maar in de normale tijden kon man hier zien wie die geschützen eingesteld werden. Normalerweise benutzte man geen 360 graad, maar 6400 strich. De einstelling was vorher festgesteld, hoewel die hier naar de außenseiten staan, waren die geschützen am meisten ook naar deze richting eingesteld. Hier liegt nog een teil
wo die Räder draufgelaufen haben, sind durch den Turm zu drehen. Und weiter hatte man noch Teile, was wir wiedergefunden haben, das war von der Panzerung. Das alte Metall, das ist eine Zusammensetzung von Chrom, Nickel, Stahl. Das ist hergestellt ungefähr 1890. Man merkt, dass es nicht immer in gutem Zustand ist. Wir sind hier an die Brunnen von Trinkwasser. Man merkt es hier, es ist ein runder Kreis, gemauert in Ziegelsteinen. Und da drin ist ein Loch zum Trinkwasser. Das Wasser steht jetzt auf 42 Meter und darunter ist noch 10 Meter Wasser. Das Wasser kam mit einem Pumpe nach oben und wird zugeleitet nach diesem Behälter. Diesen Behälter schließt an, weiter nach diesem Behälter und das Regenwasser rund um 120. Hier konnte man dann sehen, wie viel Wasser man brauchte oder wie viel Wasser da rein war. Wir sind hier in das Pumpenlager von der Festung. Von diesem Pumpenlager gibt es zwei, eins von dieser Seite und eine andere Seite. Das war geschützt gegen offenes Licht und deshalb brauchte man diese Fenster da zum Beleuchten. Diese Seite war Panzerglas, da hinten standen Petroleumlampen. Wenn man das Pulver benutzt, musste man das hier rausbringen und dann wird das dann abgewogen. In dieses Pulverlager, das ist dasselbe, was damals explodiert ist in die Festung Longchamp. Da war 10.000 Kilo schwarzes Pulver drin und durch einen Einschlag von der 25. Granate von Dicke Bertha, das war eine 420 mm kurze Marinekanone, ist das Pulverlager explodiert. We zijn hier in het museum van de Festung Cologne. We zijn hier aan het einde van de Führung en we hebben het geluk in onze gezelschap te hebben de Ehrenpräsident der Festung, Herr Neuwil. Herr Neuwil is in de geschiedenis van de Festung näher einbezogen, weil dat was zijn vader, Unterleutnant Neuwil, die hier damals in die Festung war, eine ganz große Rolle gespielt. Er hatte Kontakt aufgenommen mit den Generalen von der deutschen Wehrmacht und auch damals mit General Le Mans, die in die Zeit schon Kriegsgefangene war, im Lüttich. Und nach einem ganz wichtigen Gespräch ist er dann zurückgekommen nach die Festung und in Zusammengespräche mit den Kommandanten hier haben die entschieden, die Festung wollte sich nicht übergeben, ohne dass sie mal richtig mal gekämpft hat. Nach einer Stunde Kampf ist die Festung Flimal gefallen. Aber trotzdem hat die Festung Cologne noch eine Stunde weiter gekämpft und dann endlich entschieden, doch zum Übergabe, die Übergabe zu nehmen. Je suis très heureux d'avoir pu apporter une contribution personnelle au comité qui a voulu remettre au jour le souvenir de ces anciennes fortifications, le souvenir d'un passé qui fut évidemment très, très lourd pour ceux qui l'ont vécu et qui, vu depuis maintenant, constitue un héritage, constitue un patrimoine que je suis personnellement très heureux de voir remis à jour. Et je remercie nos visiteurs
ceux qui apportent leur encouragement par leur présence. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent nous rendre visite, à ceux qui font notre publicité, ce que vous faites pour le moment. C'est avec grand plaisir que j'ai vu ce que vous faites et dont je vous remercie. De Führung ist jetzt beendet und wir hoffen von euch, einen von diesen Tagen zurückzusehen. Die Öffnungszeiten werden später noch eingeblendet.